Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge hier bei Miscreated. Oder wie man inzwischen auch schon sagt, I am Legend. Und wir werden jetzt auf jeden Fall weiter durch die Gärgern ziehen. Und die Stadt ein bisschen erkunden. Müllberge, soweit das Auge reicht. Oh, da will ich auch nochmal rein. Oh, ich will hier überall rein. Ich will mir alles angucken. Habe aber gar nicht Zeit, mir alles anzugucken. Und das spricht ja schon für die Sicht, wenn die Stadt so groß ist, dass man gar nicht alles ansehen kann, weil es einfach so gigantisch ist. Zwei Hosen. Nichts drin. Nur der Vorhang weht da, okay. Also jeder, der das Spiel hat, sollte sich auf jeden Fall mal hier in diese Großstadt bewegen. Es lohnt sich so dermaßen. Und so eine Großstadt hätte ich mir viel häufiger gewünscht als nur einmal. Aber ich möchte nicht den Arbeitsaufwand für diese Stadt wissen. Ja, ich weiß, von hier vorne haben sie einfach die Grafik kopiert. Trotzdem müssen die alles platzieren, dreckig machen, um. Das finde ich schon cool. So wird ein Ort hinterlassen. Auch mit den Blättern. Wenn Leute einfach nur flüchten, ohne darauf zu achten, was sie hinterlassen. Handschuhe. Oh, ein Bier. Das nehme ich mit. Ein schönes Bierchen. Komm, das zwitschern wir uns mal rein. Oh, da darf ich nicht rein, okay. Ja, ich wollte drüben rein. Erst gehe ich hier nicht rein, weil... Geht nicht, okay. Ach, das ist wieder so eine Eckkneipe, ne? So eine, wie wir in der wir gestartet sind. Dann konnte man, glaube ich, nicht nach oben gehen. Leider nicht. Schade. Essen, wisst ihr, Essen wichtiger, trinken hier. Wohnhäuser, ich lasse die mal aus, auch wenn da coole Sachen drin sein könnten oder sind. Ist das eine Falle? Ich bin auch clever. Ist das eine Falle? Und bleib erstmal davor stehen. Wenn es eine Falle gewesen wäre, dann hätte ich es gewusst. Brauche ich auch nicht nochmal fragen. Ich bin übrigens Parkour-Weltmeister. Deswegen kann ich auch einfach über solche Sachen so flup, flup, locker und flockig rüberspringen. Furchtbar, wenn so ein Ort tatsächlich irgendwann mal so runterkommt. Warum auch immer. Ja, und die Feuerleitern sind ja auch nicht mehr das Wahre. Und ich hätte auch mal Bock gehabt, dort hoch. So, die Feuerleitung muss man oben über ein Fenster ins Haus rein. Das ist bestimmt cool. Oh, neue Munition. Was schmeiße ich denn mal weg? Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Der Bow hat auch schon keine mehr. Ach. Habe ich jetzt die bessere Waffe davon weggeworfen? Bitte nicht. Ich glaube ja. Ach nee, hier ist die andere. Revolver brauchen wir nicht auch noch, ne? Aber den wollen wir. Den.
39. Ah, die wird hier nicht reinpassen. Nein, das sind nochmal Spezialmunition. Oh Mann. Zwei Kugeln. Ich würde gerne hier runter. Komme ich aber nicht. Muss ich wieder nach hinten laufen. Super. Jetzt gucke ich überall drauf, ob da irgendwas liegt. Tut's nicht. Das ist schon wirklich großartig gemacht, das Spiel. Achso, übrigens, das letzte Mal hat es nur 2 Wochen gedauert, bis mein Einspruch mit den Polizeisirenen tatsächlich durch ist. Okay, da wollte irgendjemand oder irgendwas angreifen. Ich hoffe nicht mich, auf jeden Fall hängt er da fest. So, 9 mm, oder? 9 mm. Hier kommt rein. Oh, 22er Rounds, deswegen. Da kommt 9 mm rein. Das ist die Waffe hier, ne? So. Schon wieder ein anderes Gewehr, das gibt's doch nicht. Wie viele Gewehre haben die denn hier? Ist doch dieselbe Muni, ja, das ist dieselbe Muni, aber anscheinend nur 5 Schuss. Ne, ist nicht dieselbe, sie sieht nur gleich aus. Hehe. Ausgetrickst haben sie mich. Zombie da drüben macht mich gar nicht nervös. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier noch irgendwo noch ein Gewehr. Ach, hier. Hunting Rifle. Alter, wir haben ja voll viele Waffen. 2 Gewehre, 2 Pistolen, 3 Pistolen. Gemacht. Also wirklich gut umgesetzt, das Spiel soweit. Und hier oben bestimmt auch nochmal voll viel Munition und Waffen. Rucksack? Noch ein Rucksack? Nichts drin. Super. Okay, das zum Thema Waffen und Munition. Hat ja gut funktioniert. Ja, jedes Polizeiauto, bitte keine Sirenen mehr. YouTube denkt, das ist Musik.
ist ein Polizeiauto, aber ohne Sirenen. Ich dachte gerade, da wäre ein Spieler gewesen. Ein Megafon ist da drin. LOL! Das mal einfach mal ausprobieren. Wäre ja cool. Hallo? Hallo? Das macht auch Sinn im Polizeiauto und Megafon, von daher. Jetzt hätten wir jetzt zu diesem Autoservice hin und her rennen müssen, uns das Auto klar machen. Da fehlen uns aber noch die Reifen, also von daher wäre das noch vergebliche Liebesmühe. Wasserflasche, gut. Wenn wir irgendwo wieder mal einen Fluss finden, dann werden wir uns ein bisschen Wasser mitnehmen. Das war bestimmt mal eine richtig geile Bar hier. Einkassiert. Kein Loch, ich muss nicht rüberspringen. Schade, dass ich die Koffer nicht aufmachen kann. So, dann. So, da kriege ich neu. Wir ernähren uns hier von Softdrinks und Dosenessen. Sehr geil. Klingt auf jeden Fall gesund. Das habt ihr auch gerade gehört, ne? Hat hier jemand wirklich gepfiffen? Oder was, ein Vogel? Ein komischer Vogel vielleicht. Da hinten. Hello, I'm friendly. Can you hear me? Scheiße. Ich muss mal gucken, wie ich die Waffe nach oben reiße. N. Also er klang ja nett, aber das heißt ja nichts. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich rede. Ah, Mist, und ich wollte eigentlich nach dieser Aufnahme hier eine Pause einlegen.
So ein Glück kann natürlich auch nur mir passieren. Hello. Oh. I'm friendly. I don't have a gun. Okay. I'm gonna leave the house. Can I go? Yeah, where are you from? I'm from Russia. Ah, okay. This is my first time in this part of the map. Schnell abhauen, weil er aber nicht wirklich eine Waffe hat. Mist, da komme ich nicht durch. Ich traue hier niemanden. Der hat aber gut Englisch gesprochen, dafür, dass er aus Russland kam. Keine Ahnung, wie man die blöde Sirene von der Polizei macht. Der so, oh, ich kann das nicht moniratisieren da. Weil Polizeisirene, ihr wisst, ne, das ist ein schweres Lied hier. Ist mal weg hier. Ich trau denen kein Wort. Bin ich ganz aus der Stadt raus, ne? Ja, das war clever. Ne, das wollte ich nicht. Wir müssen bestimmt auch schon cool aussehen. Jo, wir sehen schon ganz cool aus. Axt, Hatchet. Brauchen wir die? Nö, ne? Obwohl. Ich nehme die mal mit. Muss ich mir merken, und ich hoffe, ich merke mir das auch, dass das Ende ist. Ich will wieder rein in den mauerten Bereich. Ah. Diese blöde Polizeisirene, die nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber du merkst, dass der das Spiel schon ein bisschen häufiger gespielt hat. Der weiß, welche Tasten man drücken muss für Hände hochnehmen und für Pfeifen und ach, was es hier sonst noch alles gibt. Überall klingelt hier, wie man merkt. Überall lautes Towns und Töne. Ich finde die Weste geil. Ich werde mich mal in diesem Haus verstecken. Da war ein Schuss. Hoffentlich nicht auf mich. Nö. Weil ihr habt ja eben gerade gehört, Aufnahme ist vorbei. Und da ich leider noch ein kleines bisschen was vorhabe heute, muss ich tatsächlich mich auch dran halten. Oh. Dementsprechend habe ich jetzt hier natürlich über die Schüsse, ich werde nochmal aus dem Fenster gucken.
Aber wir sehen schon cool aus. Das sieht schon wirklich geil aus. Ich mache das mal so, ich weiß wofür. So. Das wird ein cooles Thumbnail. Hey. So, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr wieder zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, macht mal einen Daumen nach oben und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge hier bei Miscreated wiedersehen. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein schöner sonniger Tag wird. Wie gesagt, ich muss jetzt leider erstmal eine kurze Aufnahmepause einlegen. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns dann in der Zukunft wiedersehen. Und hier ist ja dann doch immer was los auf dem Server. Ist ein deutscher Server, soweit verrate ich eben halt. Und vielleicht sieht man sich ja dann in der einen oder anderen Folge mal. Oder vielleicht spielt man dann auch mal zusammen. Oder ich habe keine Ahnung. Danke fürs Zugucken. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.